glaube, das können wir vergessen. So, das hier ist der Schlauch. Der hat sich auch total verdreht. Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Ich melde mich jetzt hier wieder von der Piste. Habe heute ein kleines Experiment vor. Habe ich mich noch mal schnell draufgesetzt. Erstens, um zu testen, ob dieses Motorgeräusch weg ist. Vom letzten Mal hatte ich ja für höchstwahrscheinlich einen Wassereinbruch hinten im Motor. Dieses scheint sich jetzt hier wieder gegeben zu haben, zumal ich ja nach diesem Wässern 20 Kilometer unterwegs war. Das wird sich dann wohl oder übel verdünnisiert haben, das Wasser. Ich kann ja mal hier kurz ranfahren. Aber irgendwas quietscht trotzdem hier gerade, ich habe es gehört. Irgendetwas funktioniert hier nicht. Was ist denn das? Ist die Bremse vielleicht? Kann sein. Herzlich willkommen zurück im sibirischen Frühling. Ich bin auch heute relativ nacktig unterwegs. Sprich, ich habe hier nichts großartig am Lenker klemmen. Ja, wie gesagt, Test des Motors A und B ein kleines Experiment. Denn ich habe ja nun jetzt hier in beiden Reifen den Thanos Amur drin. Hinten schon seit einem halben Jahr, vorne seit knapp einer Woche. Erstmal haben wir einen fieschen Wind, richtig kalt. Hätte sogar die Sturmhaube drunter ziehen können unter dem Helm. Und dann soll es so in circa, ich kann das ja mal rumschwenken, einer Stunde ungefähr laut Regenradar regnen. Jetzt habe ich hier 2 Kilometer weg. Die Wegstrecke messe ich sonst mit dem Handy. Heute habe ich mal den Kilometerzähler auf 0 gesetzt. Aber warte mal. Habe ich was gesehen? Kenne ich noch gar nicht. Upsa. Ah. Ein kleines Tümpelchen. Das sieht ja schön aus hier. Das sieht ja richtig gut aus. Romantisch. Ah. Was ist denn das? Ja. Jetzt sind natürlich alle Gruben und dergleichen mit Wasser gefüllt. Es schlägt jetzt schon leicht nieder. Ich dachte hier, fährst du jetzt los, bleibst du noch trocken, könnte sich als falsch erweisen. Fette Regenwolke, ja Mensch. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich habe hier ein Quietschen, das muss ich noch lokalisieren. Das nervt ein bisschen, aber stört jetzt nicht weiter. So, muss doch mal kurz absteigen hier. Ach. Also das ist jetzt hier das Rad. Vielleicht ist es ja nicht richtig fest hier. Dreht gut, frei. Juchai. Auf ein neues. Also es quietscht immer schlimmer. So, das ist ja schön gemacht hier. Das hier ist ein Rastplatz. Noch voll auf Ostern getrimmt. Ja, bitte, bitte, gern geschehen. Lindtal grüßt alle Naturfreunde. Ja, es gibt ja mal so, ja, mit Mülleimer hier. Aha, das sind die Radfahrer von heute, ja. Sekt und dann geht's los. Gefällt mir, sieht gut aus. Ja, genau, das sind diese gestrickten Pfähle. Genau, da gab es mal eine Frau, die hat das alles bestrickt. Nicht schlecht. Gut, wir fahren jetzt hier in den Wald hinein. Und dann haben wir jetzt erstmal 4,5 Kilometer weg. Und siehe da, hier im Gelände ist das Geräusch weg. Also der Cruiser, der verträgt keine gute Straße, der will sowas hier. Ah. Landwirtschaft hat den Weg kaputt gemacht. Naja. So. Okay. Also es kann sein, dass die Bremsscheibe doch einen Treffer bekommen hat. So, jetzt. So sieht das gut aus. Dann werden wir das doch gleich festziehen. Manchmal ist auch irgendwie was verkantet oder so, dass es da nicht funktioniert. Gut. Ja, haben wir wieder ein bisschen Sonne.
So, jetzt werden wir was ganz Spannendes machen. Man sagt ja, mit dem Tannus Amur drin kann man auch weiterfahren, wenn der Schlauch kaputt ist. Und genau das testen wir heute mal. Wir werden jetzt hier mal die Luft rauslassen und dann fahren wir einfach mal weiter. Wir haben jetzt so circa 7 Kilometer absolviert und jetzt will ich 7 Kilometer zurückfahren. Also weg mit der Luft. Raus, raus, Luft. Wir werden jetzt mal den Schlauch leeren. Ich habe jetzt auch noch diverse Teile mit hier. Ich habe einen neuen Schlauch mit, ich habe Werkzeug mit. Mal gucken, ja nicht, dass hinter mir noch der Wolf steht. Etwas Restluft ist noch drin. Das sieht jetzt aber nicht so aus, als ob hier dieser Tannus hier drin dafür sorgen könnte, dass man hier weiterfahren kann. Das sieht für mich nach einem richtigen Platten aus. So, was ja wieder mal richtig toll ist, ich fahre hier mit 2 Powerbanks rum und die eine davon ist leer. 0%, ja. Na toll, hätte ich also mir das alles sparen können. Wenn ich jetzt noch meinen Luxuskörper raufschwinge, sprich 80 Kilo, dann sieht die Sache doch bestimmt noch schlimmer aus. 3. Unterstützungsstufe, 4., 3., genau, und dann fahren wir einfach mal los, mal gucken, was passiert. So, langsam nach Hause fahren. Also das sieht richtig scheiße aus. Ich glaube, das können wir vergessen. Oh je. So, gut. Alles klar. Also, so sieht der Reifen dann aus. Nicht schön. So, das hier ist der Schlauch. Der hat sich auch total verdreht. Hier ist er drin. Also kannst du knicken, das Ding. Ah ja. Also keine so gute Entscheidung gewesen. Okay. Dann stehe ich natürlich jetzt hier in der Walachei. Und muss mal gucken, wie ich das jetzt hier weiter praktiziere. So richtig prickeln ist das nicht. Naja, wenn ich jetzt nicht aufpasse hier, reißt auch hier das Ventil ab. Dann war es das. Also es geht schon mal nicht, was die sagen. Das haut nicht hin. So sieht es jetzt aus. Jetzt habe ich vorne einen Reifen oder ein Rad, das quietscht und hinten geht gar nichts mehr. Na, dann wollen wir mal gucken, ob wir das repariert bekommen und ob ich wieder zu meinem Ausgangspunkt zurückfahren kann. So, jetzt werden wir das alles wieder zurückstopfen. Das Ventil sitzt wieder einigermaßen. Jetzt versuche ich das mal im eingebauten Zustand. Also erstmal den Tannus hier zwischen klemmen wieder. Der ist schon ein bisschen lappig. Halbes Jahr alt und soll wohl dann auch so ein bisschen an Volumen abnehmen. So, gut, die Seite haben wir drin. Ventil steht auch wieder gerade. Seite 2. Ja, geht besser als ich dachte hier. Blöd ist es trotzdem. Ja, okay, hier noch ein bisschen rein. So. So, zum Glück ist es ein alter Reifen. Er hat dann schon ein paar Kilometer hinter sich und dadurch ist er nicht mehr so widerspenstig. Ja. So. Ich habe ja noch die Reifenheber, hätte ich auch noch da. Also die Seite sitzt, das Ventil sitzt ein bisschen schräg, aber ist ja klar, fehlt dir noch hier die andere Seite. So, dass wir wenigstens erstmal bis zum Auto kommen. Also ich bin jetzt wieder ein Stückchen mit dem Auto hier entgegengefahren, weil ich dachte, wenn ich jetzt hier wirklich Schiffbruch erleide, dann kann ich mit dem Auto nochmal ranfahren. Dann brauche ich nicht durch die ganze Stadt schieben, das Ding hier. Ist dann auch peinlich. Man ist ja bekannt wie ein bunter Hund. So, gleich haben wir den Mantel drauf. Papp. So. Okay, gut. Und jetzt machen wir das gleiche Spiel wieder mit dem Luftaufpumpen. Und zwar so, dass jetzt hier dieser Ring gleichmäßig zu sehen sein wird. So, dann Feuer frei. Puh, was für eine Aufregung. Ich hoffe, es ist alles heile geblieben, dass ich nicht noch flicken muss. 1,2 müssen reichen. Aus, das Ding. Ja. Ja, dann werden wir mal
Alles wieder verbauen. Also sieht alles vernünftig aus. Senkrechter Stand. Danke Akkupumpe, dass das so gut geklappt hat. Moment mal. Ja, doch, der Bremssattel hier. Kann man einstellen, aber muss ich mir angucken. Jetzt bin ich erstmal froh, dass Luft oben ist. Dann werden wir noch den Gaul noch umdrehen. Oh, Kette. Bitte nicht meine Spielhose an. Oh. Was ist hier los? Irgendwelcher Verschleiß ist immer. Darauf einen Dujardin. So, es geht weiter. Und? Alles wieder einstellen hier richtig? Ja. Keine Auffälligkeiten. Es wäre ja alles andere als prickelnd gewesen, jetzt hier diese, wo ich denn endlich hergekommen? Hier lang, genau. Diese 6 Kilometer zurücklaufen zu müssen. Und ich konnte ja vielleicht mal zeigen, wie das funktioniert, wenn man unterwegs mal eine Panne hat hinten, wie einfach man doch den Schlauch flicken kann. Man zieht ihn seitlich raus, was ich immer empfehle, eben eine Flasche Wasser oder so mitzunehmen, damit man die Undichtigkeit lokalisieren kann. Ich bedauere es ein wenig, dass ich so schwofelig umgegangen bin mit dem Fahrrad hier, als ich es einfach auf den Kopf stellte. Aber was willst du machen, wenn du mitten im Wald stehst und du denkst, oh, jetzt muss ich noch 7 Kilometer sehen, wie ich weiterkomme. Und du guckst auf deine App Regenradar und dann nähert sich ein Wolkenfeld, dann hast du irgendwie die Faxen dicke, dann willst du das schnell hinter dich bringen. Sowas lässt sich jetzt als Fazit festhalten. Also ich bin der Meinung, dieser Notlauf funktioniert hier mit diesen breiten Reifen nicht. Man hat ja gesehen, wie der Schlauch aussieht. Als erstes wäre das Ventil abgerissen, dann hätte sich der Schlauch und seine Bestandteile zerlegt. Reifen und Pannenschutz hätte es in Streifen geschnitten und die Felge wäre wahrscheinlich auch beschädigt worden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Konstruktion Notlaufeigenschaften hat. Das hat die nicht. So, jetzt fahre ich wieder meinem Startpunkt entgegen. Das war es, was ich hier loswerden wollte, was ich euch kurz zeigen wollte. Dann danke ich euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte ein paar Eindrücke vermitteln. Bleibt fit und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.